Hey Drax, was hast du da im Schnabel? Was machst du mit dem Ei? Das soll doch noch Ostern überleben. Wir haben erst Karfreitag. Und wir haben unser drittes Oster-Special. Richtig, Drax. Und da haben wir wieder ein feines Programm für die Zuseher vorbereitet. Ja, liebe Kinder, zum dritten Mal in der Osterwoche sitze ich für euch in meiner Leseecke. Der Drax schaut mir über die... Hey! Seht ihr, was ich sehe? Ein weißer Hase? Sicher? Drax, siehst du ihn auch? Also wenn das nicht der... Auf jeden Fall, unsere Geschichte geht ein bisschen heute über den Osterhasen. Ich habe sie aus einem Buch entnommen, das heißt Geschichten und Gedichte zum Lachen und Träumen. Und ich hoffe, beides wird dir heute ein bisschen bei dieser Geschichte gelingen. Moritz und der Osterhase. Kommt der Osterhase oder nicht? Diesmal will ich ganz genau aufpassen, nimmt sich Moritz am Ostersamstagsabend vor. Er packt Mäxchen, seinen Stoffhasen, zieht seine Kuscheldecke hinter sich her und geht ins Bett. Gute Nacht, sagt Mama und macht das Licht aus. Gute Nacht, sagt Moritz und macht die Augen zu. Ganz still ist es jetzt. Vorsichtig macht Moritz die Augen wieder auf. Der Vollmond scheint zum Fenster herein. Deshalb ist es im Zimmer nicht ganz dunkel. Es ist so, als ob draußen eine ganz helle Lampe brennt. Gut so, dann wird sich der Osterhase nicht verlaufen, denkt Moritz zufrieden. Ein Luftzug bewegt die Vorhänge. Sie sehen im Mondlicht ein bisschen wie Nachtgespenster aus. Ob der Osterhase durch das Fenster kommt, überlegt Moritz. Das Fenster ist nur gekippt. Da passt er nicht durch. Durch die Gartentür vielleicht? Moritz kriecht ein bisschen weiter unter die Decke. Er macht die Augen zu, dann kann er besser nachdenken. Aber einschlafen? Nein, einschlafen will er nicht. Er drückt Mäxchen fest an sich. Draußen hört er Schritte. Aber das sind keine Hasenpfoten, das sind Papas und Mamas Füße und die Trampelschritte von seiner Schwester Jessica. Bestimmt erwische ich den Osterhasen diesmal, denkt Moritz. Er versteckt immer etwas in meinem Zimmer. Und dann schläft er doch ein. Irgendwann fällt ihm auch Mäxchen zusammen mit der Kuscheldecke aus seinem Arm und rutscht aus dem Bett. Moritz schläft unruhig in dieser Nacht. Er träumt von einer Osterhasenwerkstatt, in der 100 fleißige Hasen Osterkuchen backen, Ostereier anmalen und Schokoladehasen in Goldpapier verpacken. Einige von ihnen beladen Fahrräder, Handwagen, Lieferwagen und Kipper. Dann machen sie sich auf den Weg in die Stadt. Sie hoppeln über die Felder, sie rennen über die Wiesen, sie schlüpfen durch Hecken und fahren auf Schleichwegen durch die Straßen von Städten und Dörfern. Jetzt kommen sie in seine Straße! Moritz hört, wie sie flüstern und tuscheln und nach Verstecken Ausschau halten. Ein Hase
läuft auf sein Haus zu. Doch da ist der schöne Traum plötzlich vorbei. Bloß wegen Jessica. Die ruft nämlich: Moritz, aufwachen, Ostereier suchen. Verschlafen reibt sich Moritz die Augen. Er sieht auf das Osternest, das ihm die große Schwester vor die Nase hält. Plötzlich ist er hellwach. Warte, ich will mitsuchen, ruft er und springt aus dem Bett. Als er in seinen Hausschuh schlüpft, zermatscht er ein Schokoladenei. Mist, murmelt Moritz und sammelt die Brösel auf. Unter seinem Bett ist ein Nest. Moritz ist sauer. Zum Anfassen nah war der Osterhase und er hat es wieder verschlafen. Moritz findet noch ein Nest in der Badewanne und Jessica eines im Kasten am Gang. Dann laufen die beiden ins Wohnzimmer. Dort deckt Papa gerade den Frühstückstisch. »Hast du den Osterhasen gesehen?« ruft Moritz. Papa schüttelt den Kopf. »Aber ich«, sagt Jessica, »sieh mal unterm Sofa nach.« Moritz legt sich auf den Bauch. »Tatsächlich, da ist ein Körbchen mit einem schönen goldenen Hasen drin.« Moritz streckt den Arm aus und angelt sich das Nest. »Fünf Osternester«, finden Moritz und Jessica im Wohnzimmer. »Wir sollten auch in der Küche suchen«, meint Jessica. Dort macht Mama gerade Kakao und Kaffee fertig. Es duftet nach frisch gebackenen Brötchen. »Hast du den Osterhasen gesehen?«, ruft Moritz. Mama schüttelt den Kopf. »Ich hab auch nicht aufgepasst«, sagt sie. »Aber ich«, ruft Jessica und läuft zum Brotschrank. Grünes Ostergras hängt aus der Türritze. Im Schrank ist noch ein Nest. Moritz findet einen Schokoladehasen im Geschirrspüler. »So ein leichtfertiger Osterhase, wenn wir die Maschine eingeschaltet hätten, was dann?« sagt Moritz. »Dann hätten wir jetzt Schokoladensauce«, sagt Jessica. »Kinder, ich möchte jetzt frühstücken«, drängt Papa ein bisschen ungeduldig. »Gleich, wir müssen bloß noch schnell im Garten suchen«, sagt Moritz. Der Garten ist nicht sehr groß. 12 Schritte, dann ist man am Zaun vorne an der Straße. Auch rechts und links ist ein Zaun. Aber trotzdem ist es dem Osterhasen gelungen, in den Garten zu schlüpfen und unter der Tanne ein Nest zu verstecken. Moritz entdeckt es zuerst. Und Jessica findet ein gelbes Ei zwischen den Narzissen. Rechts am Zaun steht Klaus. Er geht schon in die 3. Klasse. Ein bisschen neidisch ist er und sieht den beiden beim Ostereiersuchen zu. »War bei dir auch der Osterhase?« erkundigt sich Moritz. »So ein Quatsch! Es gibt keinen Osterhasen«, brummt Klaus und schiebt die Hände in die Taschen. Ein bisschen enttäuscht geht Moritz ins Haus zurück. »Seht doch, was wir alles gefunden haben!« ruft Jessica und streckt stolz das Tablett vor sich her, auf dem alle Eier und Nester liegen, die sie und Moritz gefunden haben. »Mann, war der Osterhase dieses Jahr fleißig!« staunt Papa. »Klaus hat gesagt, dass es gar keinen Osterhasen gibt«, murmelt Moritz finster. »Wenn er etwas versteckt, dann gibt es ihn doch, oder?« sagt Papa. »Da läuft er ja«, ruft Mama und zeigt durch das Fenster in den Garten. Moritz rennt hin, aber da ist der Hase natürlich längst verschwunden. »Tja, Hasen sind flink«, sagt Papa, »und Osterhasen besonders.« »Vielleicht habe ich mich auch getäuscht«, sagt Mama und schenkt den Kaffee ein. »Wo ist eigentlich mein Mäxchen?«
fragt Moritz plötzlich und ist ganz aufgeregt. Mäxchen ist weg! Dein Mäxchen kannst du später suchen, sagt Papa. Jetzt wird gefrühstückt. Mein Magen knurrt schon seit einer Stunde. Vielleicht besucht dein Mäxchen ja den Osterhasen, sagt Jessica und beißt in ihr Brötchen. Schließlich ist er ein Hase, oder? Vielleicht ist Mäxchen ein Osterhase, antwortet Moritz ein wenig trotzig. Und jetzt versteckt er sich selber und ich muss ihn finden. Kommst du mit in den Garten? Fragt Jessica nach dem Frühstück. Ich muss erst Mäxchen suchen, antwortet Moritz. Aber sein Hase ist nirgends zu finden. Ob er vielleicht wirklich beim Osterhasen ist? Sieh doch mal in deinem Zimmer nach, sagt Mama. Vielleicht hast du ihn ja dort vergessen. Moritz läuft in sein Zimmer. Tatsächlich, da liegt Mäxchen auf dem Boden vor Moritz Bett, halb versteckt unter der Kuscheldecke. Man sieht nur seine Ohren und die Hasennasenspitze. Sieht aus, als ob er schläft, sagt Mama. Wovon der bloß so müde ist? Vielleicht ist er ja die ganze Nacht herumgerannt, sagt Moritz. Jetzt kommt auch Jessica angelaufen. Stellt euch vor, Klaus hat in seinem Garten auch ein Osternest gefunden. Er ist jetzt völlig durcheinander, weil er doch glaubt, dass es keinen Osterhasen gibt. Ich weiß, was passiert ist, sagt Moritz und lächelt verschmitzt. Das Nest hat bestimmt Mäxchen versteckt, vorhin, als er verschwunden war. Kann schon sein, sagt Mama. Ostern steckt voller Geheimnisse. Und dann schleichen sich alle auf Zehenspitzen aus dem Kinderzimmer, damit Mäxchen, der müde Osterhase, ungestört schlafen kann. Für Teil 3 unserer Betrachtungen über Osterbräuche, siehst du schon, ich habe mich in den Tarnanzug begeben. Das heißt, ich möchte jemandem auf die Spur kommen. Und zwar dem Osterhasen. Ob es den wirklich gibt, eine gute Frage. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem, was der Osterhase vornehmlich bringt, nämlich Eier. Ostereier sind weltweit einer der bekanntesten Osterbräuche, und zwar in ganz verschiedenen Formen. In Kroatien werden sie zu echten Kunstwerken verziert, mit Bemalen, Schnitzen, Färben oder auch Wachsmalerei und Wachsformen werden tolle Bilder auf die Eier gemalt. In Österreich ist das Eierpecken ein ganz beliebter Osterbrauch. In der Schweiz ist es auch sehr beliebt. Dort nennt man es Eiertütscha. Und in Bern, das ist die Schweizer Hauptstadt, gibt es sogar Wettkämpfe im Eiertütscha. In Zürich halten Kinder ein Osterei fest, während ein Erwachsener versucht, eine Münze so darauf zu werfen, dass sie stehen bleibt. Gar nicht so leicht, oder? Prallt die Münze ab oder fällt runter, gehören Ei und Münze dem Kind. In Bulgarien und Spanien ist man mit den Ostereiern überhaupt nicht zimperlich. Nach der Messe am Ostersonntag beginnt dort eine wilde Schlacht, bei der Kirchenwände und Familienmitglieder mit Ostereiern beworfen werden. Nein, trag sich tu's eh nicht. Die Ostereier haben es auch in Großbritannien, also in England, nicht leicht. Man schreibt die Namen der Kinder drauf, gibt sie in ein großes Sieb, schüttelt so lange, bis die Eier kaputt gehen
Und das letzte unbeschädigte Ei oder das Kind, dessen Namen draufsteht, hat gewonnen. Ja, nun aber weiter zum Essen ein bisschen, und zwar in der Woche vor Ostern, in der Karwoche, am Gründonnerstag, einen Tag vor Karfreitag, isst man in Österreich und auch vielen anderen christlichen Ländern gerne etwas Grünes. In Italien natürlich Brokkoli und solches, bei uns in Österreich sehr gerne Spinat. Oft gibt es dann auch Eier dazu. Und ein am Gründonnerstag gelegtes Ei soll im ländlichen Raum besonders viel Glück bringen und wird deswegen gerne als Feuerschutz auf den Dachboden gelegt. So, und jetzt gehen wir dem Osterhasen auf die Spur. Der Osterhase. Auf der ganzen Welt freuen sich Kinder auf den Osterhasen. Woher kommt der Osterhase als Brauch? Im Frühjahr kommen viele junge Hasen zur Welt und hüpfen lustig durch die Gegend. Irgendwann einmal hat man sich diesen Hasen als Ostersymbol ausgedacht. Überall, aber nicht in Australien. Denn in Australien wurde der Hase eigentlich erst aus Europa mit den Siedlern eingeschleppt und hat sich dort zu einer echten Landplage entwickelt. Deshalb hat man in Australien statt dem Osterhasen ein anderes Tier genommen. Und zwar ein australisches kleines Beuteltier namens Bilby. Und dieses Bilby gibt es dann in Australien in allen möglichen Varianten. Aus Plüsch, aus Schokolade. Und er ist, wie gesagt, ein Beuteltier. Und von den Einnahmen, die durch den Verkauf dieser Bilbys hereinkommen, kommt ein Teil für Projekte zur Rettung dieser Bilbys zum Einsatz. Ja, und auch in Schweden versteckt nicht der Osterhase die Eier, sondern das Osterküken. Und dort schmückt man deswegen auch das Haus mit bunten Federn. Ja, liebe Kinder, Mathematik-Knobelei Nummer 2 habt ihr zu Hause hoffentlich fleißig versucht aufzulösen. Und jetzt gibt's eine der möglichen Lösungen. Es gibt nämlich hier mehrere Möglichkeiten. Also du kommst da eh zu Hause drauf, wenn es wirklich 15 in dieser Reihe sind. Ich hatte ja schon als ersten Tipp gegeben, in der Mitte muss die 5 sein. Das hat den Grund, dass die Zahl 5 am meisten in Rechnungen vorkommt, die die Summe 15 ergeben. Zum Beispiel 1 plus 9 plus 5, 2 plus 8 plus 5, 7 plus 3 plus 5, 4 plus 6 plus 5 ergibt immer 15. Als weitere Kombinationshilfe, es gibt eine Zahl, die nur zweimal die Summe 15 ergeben kann, weil es die größte Zahl ist. Das ist die 9. Die 9 darf nicht an einer Ecke stehen, denn sonst würde sie bei 3 Seiten gelten. Die 9 muss also in einem mittleren Feld auf einer Seite stehen. Ich schreibe sie jetzt einfach mal hierher. Damit ergibt sich, dass hier unten welche Zahl stehen muss, dass es 15 ergibt. 9 plus 5 sind 14 plus 1 sind 15. Wir hätten die erste Reihe geschafft. Jetzt brauchen wir hier eine Kombination mit 9. die auch 15 ergibt. Und da gibt es jetzt gar keine Möglichkeiten mehr, außer diese zwei zusammen ergeben 6. Die Zahl 3 darf ich nicht zweimal verwenden. Welche anderen Zahlen ergeben noch 6, außer 1 plus 5, die schon hier stehen? Ganz genau. Die 2 und die 4. Die kommen dann also hier. Könnte natürlich auch hier die 4 stehen und hier die 2. So, weiter geht's. Und der Rest ergibt sich fast von selber. Hier wollen wir auch 15. 2 plus 5 sind
7. Was fehlt da? 15. Richtig, 8. Du siehst, jetzt ergibt sich das ganze Gastrans von selber. 8 plus 1 sind 9. Wie viele fehlen noch? 15? Es sind 6. Stimmt das hier jetzt auch? Sind das 15? 6 plus 4 plus 5? Richtig, es sind 15. Welche Zahl fehlt hier? 6 plus 2 sind 8. Wie viel fehlt da? 15? Genauso. Und dann bleibt hier nur mehr eine Zahl über, nämlich die 3. Hast du es auch geschafft? Ich glaube schon. Ja, liebe Kinder, und damit sind wir schon bei der letzten Herausforderung in dieser Osterwoche. Eine Knobelaufgabe mit 5 Münzen. 3 große und 2 kleine. Das hast du richtig gesehen, Trax. Und die Aufgabe wäre, immer 2 Münzen gleichzeitig zu verschieben. Zum Beispiel so, ohne dass sie sich beim Verschieben drehen. Das darf man nicht. Sie müssen so nebeneinander bleiben und woanders hingelegt werden. Es darf auch ein Loch entstehen, aber beim nächsten Zug müsste das Loch wieder zugemacht werden. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Also, so beginnt's und das Ziel wäre, dass am Ende die großen nebeneinander liegen und die kleinen und keine Zwischenräume, also nicht so. Also aufgepasst, noch einmal. Immer 2 Münzen nehmen und verschieben. Es dürfen Löcher entstehen. Die schnellstmögliche Lösung geht in 5 Zügen. Aber wenn du es in 7 oder 8 schaffst, spitze. Ich lasse dich jetzt mal nachdenken. Die Auflösung gibt's in der ersten regulären Trax-Show nach den Osterferien. Erste Übung. Ball wird in die Höhe geworfen. Der Ball wird über den Kopf gefangen und nachher, so rasch als möglich, gehst du in Liegestützposition. Wichtig ist, dass du nicht ins Hohlkreuz gehst, wenn du Liegestütz machst. In der Luft über den Kopf fangen. Wichtigerer Teil, du machst in Liegestützposition auf den Ball. Fangen. Gut den Ball festhalten, dass der Ball nicht wegrollt. Diese Übung geht es um Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit der Hände und Arme. Du fängst klein an, den Ball von rechten zur linken Hand zu schupfen. Und dann wirst du immer größer und gehst immer weiter auseinander. Beobachtest den Ball und gehst immer weiter auseinander. Okay, stopp. Wenn das gut funktioniert, kann man diese Übung auch zu zweit machen. Ich schupfe den Ball in meine linke Hand, gebe den Ball meinem zweiten, er schupft ihn hinüber. Ganz rüber. Und ganz rüber. Okay. Durch die Beine den Ball durchschwingen und eine Achterbewegung machen. Eine Acht. Versuch, dass der Ball nicht am Boden fällt. Wenn das gut gelingt, versuchst du den Ball in der Mitte zu fangen. Er darf aber auf den Boden aufspringen. Sollte das auch noch zu einfach sein, versuchst du den Ball in der Luft zu fangen. Eine kleine Reaktion Übung mit dem Ball. Das heißt, Arme werden hinten verschränkt. Bevor geworfen wird, gibt man das Kommando. 1, 2, 3,
Dann ohne Kommando. Wenn das gut geht, kann man auch die Höhe kombinieren, ohne Kommando. Du merkst, du hast oben mehr Zeit als unten. Jetzt abwechselnd die Arme hinten verschränken. Und man kann auch foppen, wenn man möchte. Und der Ball muss einmal seitlich gefangen werden, einmal oben und unten. Super!